Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du zu mir gefunden hast, dass du jetzt hier bei mir bist. In dieser Legung, da geht es um eine Botschaft. Und zwar ist es eine Botschaft vom Universum. Oder eine Botschaft des Universums, ja? Ich schaue für dich, was das Universum dir jetzt mitteilen möchte. Was ist wichtig jetzt für dich, dass du das erfährst? Eine Botschaft des Universums. Das sind leider zu viele Karten. Ich mische nochmal. Aber das Universum hat dir eine Menge mitzuteilen. Ich nehme einfach die hier. Wow. Wow. Sehr viele Karten. Das muss ich ein bisschen hier verteilen. Okay, ich habe für dich hier die 6 der Schwerter, die Welt, wow, die Mäßigkeit und den Herrscher. Also sehr starke Karten hier oben. Ja, die unteren, die werde ich gleich aufdecken. Ich widme mich erstmal hier den oberen Karten. Und wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, liken. Und vergiss nicht, einen Kommentar zu schreiben, mir Feedback zu geben in Bezug auf diese Legung, auf die Karten, ob du in Resonanz gegangen bist, ob das hier was für dich war, ob du dich hier irgendwo wiedergefunden hast oder ob das dein Thema war zum Beispiel, ja? Schreib mir das gerne in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank dafür. Die 6 der Schwerter, da geht es irgendwo hin für dich. Du brichst auf, aber mit unruhigen Gefühlen oder mit so ein bisschen getrübte Gefühle sehe ich hier. Hin und her gerissen sein, man weiß nicht. Soll ich nicht? Ich bin ja aber schon auf diesem Weg. Was erwartet mich am anderen Ufer? Was werde ich erleben? Wird da jemand auf mich warten? Ich werde hier von jemandem hingebracht, hingeführt. Das ist die Führung hier, eine führende Person oder eine führende, ja, Seele. Und du bist hier im Boot und du weißt aber nicht. Du bist vielleicht aber auch unentschlossen, nicht zu 100% davon überzeugt. Nichtsdestotrotz sitzt du in diesem Boot und bewegst dich halt in diese Richtung. Aber es macht dir vielleicht auch Angst oder es sind Bedenken da oder du nimmst irgendwelche Probleme mit. Ja, kann hier auch so sein. Also das ist Aufbruch hier mit ungewissem Ausgang oder mit unsicheren Gefühlen. Und ich bin jetzt gespannt, was das Universum dir dazu hier sagen will. Die 7 der Schwerter. Halt dich bedeckt, ja. Vielleicht bist du schon im Aufbruch, vielleicht befindest du dich im Boot, vielleicht stehst du aber noch am Ufer. Ich habe das hier so, erzähle niemandem davon. Oder häng das nicht an die große Glocke. Halt dich bedeckt. Auch wenn du schon im Boot sitzt und unterwegs bist. Nicht jeder muss alles wissen, ja. Es gibt, ich habe hier so, das Universum möchte es dir einfach sagen. Ich habe hier Menschen, die das ganz kritisch sehen, was du da machst oder was du davor hast. Es gibt Menschen, die dir das vielleicht so gar nicht gönnen. Ja, es ist eine allgemeine Legung, ich sehe sowas. Es kann auch sein, dass wenn du zum Beispiel darüber mit irgendjemandem sprechen wirst, den das im Grunde genommen nichts angeht, ja, würde dieser Mensch irgendwie komische Gerüchte verbreiten in Bezug darauf. Ja? Also halt dich eher bedeckt. Vielleicht hast du einige Menschen eingeweiht und du weißt, sie tun dir damit gut, dass sie das wissen, aber nicht jeder muss das wissen, soll ich dir hier sagen, es ist besser so, ja. Das war die erste Botschaft vom Universum, dann habe ich hier für dich die Welt,
Das ist hier, soll ich dir sagen, du hast erfolgreich einen Kreislauf, einen Lebenslauf, ja, etwas abgeschlossen hast du, ja. Du hast ein Level abgeschlossen, wie in einem Videospiel kann man sich das vorstellen. Man macht da und tut da und am Ende hat man alles geschafft. Und man kann aufsteigen. Man kann ein Level höher gehen. Zum Beispiel befindest du dich auf Level 5, jetzt kommst du zum Level 6. In einem bestimmten Bereich oder in Bezug auf dein Leben kann das sein, ja. Du hast alles gelernt, was du lernen solltest. Es ist alles fertig. Du hast da auch nichts mehr so großartig zu tun. Wenn du da bleibst, wiederholt sich das Ganze. Du lernst nichts mehr dazu. Du erlebst keine Überraschungen mehr. Ja, wie gesagt, es würde sich einfach nur noch wiederholen. Und deswegen wartet eine neue Ebene auf dich, ein neuer Kreislauf, ein neuer Abschnitt, vielleicht sogar ein neuer Lebensabschnitt. Und was hat das Ganze auf sich? Was möchte das Universum hier in Bezug darauf sagen? Wow, die 10 der Kelche, das Glück, die neue Ebene, das neue Level, der neue Kreislauf bietet dir das Glück. Und zwar habe ich hier das Liebesglück, das familiäre Glück. Zufriedenheit, ja, das kann auch romantisch sein für einige. Wow, also zum Beispiel befindest du dich in einer Partnerschaft, die wird auf ein höheres Level gehoben, ja. Zum Beispiel aus so einer lockeren Freundschaft wird eine Verbindung, wird eine Beziehung zum Beispiel. Wenn du die ganze Zeit allein warst, habe ich hier für dich jemanden, mit dem du das Glück erleben wirst auf dieser emotionalen, auf dieser Liebesebene. Das möchte dir das Universum hier sagen. Vielleicht wirst du aber auch eine glückliche Zeit jetzt haben mit deiner Familie. In deiner Familie, ja? Mit Freunden, das können auch Freunde sein. Und da wartet das Glück auf dich. Das große emotionale Glück habe ich hier. Die schöne Partnerschaft, eine liebevolle Verbindung, etwas, was dir einfach gut tut. Was deiner Seele gut tut, sowas habe ich hier, ja. Das bedeutet hier dieser neue Abschnitt. Du gehst hier in einen neuen Lebensabschnitt oder in diesem Bereich fängt etwas Neues für dich an und das wird sehr schön sich anfühlen und nicht nur anfühlen, sondern das wird auch sehr schön und angenehm und glücklich für dich sein hier. Wow, super. Karten muss ich ein bisschen zur Seite nehmen. Dann habe ich hier für dich die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit, das ist Ausgleich, das ist Harmonie, das ist auch irgendwo zufrieden sein. Aber auch hier mit den beiden Kelchen, das kann hier auch sowas sein wie etwas machen, was einem Spaß macht oder was einem Erfüllung gibt oder bringt. Es wird sich etwas ergeben für dich. Ich schaue hier. Die Sonne. Wow. Wahnsinn, du hast die Sonne gezogen in Bezug auf die Mäßigkeit. Naja, die Sonne, also das pure Glück. Und deswegen findest du den Ausgleich oder durch den Ausgleich in deinem Leben. Ich habe das hier auf allen Bereichen. Ja, das möchte dir das Universum hier sagen, dass du Glück haben wirst in allen Bereichen deines Lebens und das wird die Harmonie und die Fülle und die Zufriedenheit und Entspannung und Sorglosigkeit dir bringen, die du brauchst momentan. Ja, du brauchst das Glück. So habe ich das hier. Du verdienst das Glück, sagt das Universum. Und das Glück wird auch deins sein. Glückssträhne, Erfolg auch. Ja, weil manchmal für einige ist erfolgreich sein, bedeutet glücklich sein. In irgendeiner Form Erfolg haben. Das muss nicht unbedingt finanziell, materiell sein. Das kann auch spirituell sein. Ja, mit dem Engel hier habe ich das hier auch bei einigen so spirituell glücklich sein oder vielleicht auch auf der Liebesebene,
Auf der romantischen Ebene, ich habe hier die Kelche, deswegen, da wirst du auch das Glück erleben, habe ich aber hier schon, ne? Das habe ich hier schon. Und das zeigt sich hier auch nochmal und sagte dir, dass das auch in anderen Bereichen sich so einstellen wird, das Glück einfach. Ich habe für einige aber auch eine glückliche Zukunft. Denn die Mäßigkeit zeigt auch hier an, dass es einen Weg in die Zukunft gibt. Ja, hier. Und dieser Weg kann gegangen werden und dieser Weg wird glücklich sein oder dich zum Glück führen hier. Wow. Glück auf allen Ebenen. Super. Der Herrscher, das ist hier jemand. Das ist hier eine Person, ein Mensch, der hier ziemlich viel zum Beispiel Verantwortung hat. Jemand vielleicht, der älter ist als du oder eine höhere Stelle hat, Rang oder Position, vielleicht auf Arbeit. Ich werde noch mehr Karten dazu nehmen, also zumindest eine, in welche Richtung das Ganze geht. Aber das ist hier jemand, der auch viel zu sagen hat vielleicht oder Einfluss hat auf etwas, auf jemanden, vielleicht auf dich. Muss nicht unbedingt auf dich sein, aber vielleicht auf das, was dich auch irgendwo betrifft. Das ist auch hier jemand, der vielleicht konventionell ist oder ja, so ein bisschen stur, unbeweglich, nicht flexibel, jemand, der Prinzipien hat und diese Prinzipien wirklich ganz hoch hält und niemals von seinem Weg abweicht, wenn man zum Beispiel eine Entscheidung getroffen hat, dann hat man diese Entscheidung getroffen, Ende aus. Ja, ich schaue mir hier das Ganze noch an. Schiebt das hier so ein bisschen. Ach so, ja, ich wollte auch noch Orakelkarten ziehen. Stimmt. Aber erstmal hier der Herrscher. Ja, Karten. Ich werde noch mehr Karten dazu ziehen. Und die Karten fallen hier raus. Also das ist eine separate Legung hier mit diesen vielen Karten in Bezug auf den Herrscher. Ich werde das am Ende machen, weil da muss ich die Karten wegräumen. Und ja, also ich lege diese Karten jetzt hier zur Seite mit dem Herrscher, weil die werde ich dann zum Schluss deuten, weil das ist hier zu viel. Das bringt mich auch raus. Ich habe hier noch andere Karten, die mache ich jetzt. Okay, ich habe hier die 7 der Münzen, den Ritter der Kelche und den Gehängten. Also die 7 der Münzen, das ist hier, ich soll dir sagen, vom Universum, die Früchte sind reif und die können gepflückt werden, die können eingesammelt werden. Die Früchte werden jetzt sozusagen deins sein. Vielleicht hast du dich bemüht, vielleicht hast du etwas auf den Weg gebracht, vielleicht hast du auch etwas gepflanzt. Und naja, vielleicht hast du wirklich was gepflanzt und wartest darauf, dass diese Früchte auf deinem Baum reif werden. Aber das kann natürlich hier auch nur als so bildlich, ja, Bildsprache gedeutet werden. Jetzt ist es soweit. Die Früchte werden fallen und du kannst sie einsammeln oder fallen dir direkt in dein Körbchen, ja? Bei dem einen fallen die einfach so in dein Körbchen, sie sind deins, du musst nichts machen. Bei den anderen, da musst du die pflücken. Halt. So ein bisschen, ja? Ein bisschen Anstrengung, aber dann sind sie deins und das ist jetzt soweit. Und da möchte ich einfach noch mehr wissen dazu. Die Wartezeit ist vorbei. Und es kann gesprochen werden, es kann kommuniziert werden, da kommt etwas auf dich zu. Das ist auch, die Zeit ist reif, ja, die Zeit ist jetzt reif, damit dieses Angebot auf dich zukommt, damit diese Früchte in Bezug, ja, in Verbindung mit diesem Angebot irgendwo gepflückt werden können. Und das ist hier ein Angebot, wo, ja, wo irgendwie so der Geist oder
der Verstand eine Rolle spielt, kann auch beruflich sein hier, kann aber auch amtlich sein, ja, Papiere, Unterlagen, Schriftstücke, da kommt etwas auf dich zu, ein Angebot, vielleicht ein lukratives Angebot, vielleicht hast du lange auf dieses Angebot schon gewartet und jetzt kommt das endlich zu dir, man wird sprechen, man wird kommunizieren, diese Nachricht kommt, diese Zusage kommt, dieses Vorstellungsgespräch, ja, wird geführt werden und zwar wird es gut für dich verlaufen, wenn du ein Vorstellungsgespräch jetzt hast, ja, dann habe ich hier für dich noch jemand, der die ganze Zeit irgendwie sich geziert hat oder gewartet hat, um auf dich zuzukommen, dir irgendetwas zu sagen, mit dir zu sprechen oder dir eine Nachricht zukommen zu lassen. Dieser Mensch wird jetzt auf dich zukommen, soll ich dir sagen. Er oder sie hat dich nicht vergessen, hat immer daran gedacht, aber nichts getan und jetzt wird da endlich was rüberkommen, ja? Dieses klärende Gespräch oder diese Erklärung oder diese Kontaktaufnahme kommt jetzt endlich zustande, soll ich dir sagen. Ja, der Ritter der Kelche, das hat hier etwas mit der Liebe zu tun. Das hat hier etwas mit Gefühlen zu tun. Jemand möchte über Gefühle sprechen, jemand möchte Gefühle zeigen, jemand möchte Gefühle, ja, eine gefühlvolle Atmosphäre herstellen, eine liebevolle oder vielleicht romantische Begegnung. Ich schaue einfach. Ha, nach einer Trennung. Hast du dich getrennt? Hat sich jemand von dir getrennt? Kann auch freundschaftlich sein oder familiär. Das könnte auch bei einigen in diese Richtung gehen. Bei den meisten habe ich das hier aber irgendwie im emotionalen Bereich. Kann auch natürlich hier dadurch romantisch sein. Du denkst, es ist vorbei. Es ist aber nicht vorbei, soll ich dir sagen. Es ist nicht vorbei. Ja, zwei Kelche. Auf diesem Bild sind zwei Kelche umgefallen. Der Wein ist auf dem Boden, aber drei Kelche stehen noch. Und diese Kelche kommen jetzt auf dich zu kommen, zu dir. Diese prall gefüllten Kelche mit Gefühlen, mit Liebe. Jemand, von dem du geglaubt hast, zum Beispiel, kommt nie wieder auf mich zu, kommt auf dich zu. Es ist alles vorbei, es ist aus mit uns, es ist nicht aus mit euch. Ja? Der Mensch wird sich melden, der Mensch kommt mit liebevollen Gefühlen und Gedanken auf dich zu. Die Freundschaft ist nicht vorbei. Da wird aus der Familie dieser Mensch auf dich zukommen, weil man mag dich, man liebt dich, ja, man hat Gefühle für dich, liebevolle Gefühle, Zuneigung, freundschaftliche Gefühle, romantische Gefühle, die Liebe schwebt über dem Ganzen und ja, es ist nicht vorbei. Der Gehängte. Das ist eine Situation. Das ist irgendwie so die Außenwelt. Sie hat dich bis jetzt daran gehindert, dieses oder jenes zu machen, sich zu entwickeln, loszulegen. Du konntest nicht, weil die Umstände so waren. Du konntest nur sozusagen in einer Position verharren und ausrichten, irgendwie Einfluss haben, konntest du nicht. Und das Einzige, was möglich war, war nachdenken oder beobachten. Oder beobachten und nachdenken, ja. Und ich habe das hier so. Dir wird eine Idee kommen. Du wirst eine Idee haben. Dir wird eine Idee geschickt werden. Oder du wirst endlich sehen, was Sache ist, was los ist. Dafür war diese Zeit notwendig. Deswegen hast du dich in dieser Position gefunden, damit du das endlich erkennen sehen kannst oder damit diese Idee zu dir kommen kann. Ich werde in Bezug auf den Gehängten aber auch noch eine Karte bitte legen. Die Hohepriesterin. Ja. Das ist hier etwas, was dich weiterbringen wird. Also nach langem Stillstand,
nach langem Nichtstun oder, naja, das ist nicht Nichtstun, sondern du konntest ja nichts machen, ja? Nach langer Zeit in diesem Verharren, irgendwie so auf den Kopf dich stellen und nichts machen können. Das ändert sich und du wirst sehr viel Einfluss haben, weil du den Einblick, Durchblick hast, weil du den ein, ja, den richtigen, ja, die richtigen Gedanken hast oder das genau so siehst, wie es wirklich ist. Andere sehen das nicht. Und deswegen bist du jetzt in einer Position, viel ausrichten zu können, viel Einfluss haben zu können, wenn du willst natürlich. Ja, du musst natürlich nichts unternehmen, du kannst aber. Und man wird, ich sollte sagen, man wird auf dich hören. Man wird dich ernst nehmen. Man wird sehen, aha, dieser Mensch hat etwas oder weiß etwas, was nicht jeder hat oder weiß. Ja? So was habe ich hier für dich. Ja, und jetzt habe ich gesagt, ich möchte mir hier noch den Herrscher mal genauer anschauen. Da werde ich die Karten einfach hier so ein bisschen in die Mitte schieben. Und der Herrscher, ja, der Herrscher kommt hier. Und dann kann ich diese Karten jetzt deuten in Bezug auf den Herrscher, ja? Und ich habe für dich hier den König der Münzen. Das kann hier ein Erdelement sein. Die zwei der Schwerter. Dieser Mensch ist verschlossen, lässt nichts und niemanden an sich heran oder dich nicht an sich heran, ist verschlossen, kann man nichts machen, da ist nichts zu machen bis jetzt. Denn es wird sich ändern, habe ich schon gesehen. Die vier der Münzen, die acht der Münzen, ja, das ändert sich jetzt. Da wird jetzt viel, viel gemacht und getan werden können. Dieser Mensch wird sich bewegen. Die zwei der Münzen, das Ass der Münzen, also eine Chance kommt jetzt. Und zum Schluss habe ich die zwei der Kelche, also die Verbindung, die Vereinigung, das Zusammenkommen. Und dadurch, dass ich hier so viele Münzen habe, das kann eine Arbeitssituation sein, das kann auch jemand sein, der irgendwie viel zu sagen hat, zum Beispiel auf Arbeit oder in Ei. Das hat hier wenig mit, das hat hier nichts mit Liebe zu tun, ja? So möchte ich das sagen. Ja, hier zum Schluss sind hier zwei der Kelche. Das kann etwas Romantisches sein, weil ich habe hier ein Paar. Deswegen, wenn das für dich wirklich hier Sinn macht, dass das eine romantische Geschichte ist, dann ist es eine romantische Geschichte mit dem Herrscher. Aber wenn du das Gefühl hast, nein, das kann hier nichts Romantisches sein, dann hat es irgendetwas mit der Arbeit oder mit den Finanzen zu tun. Ja? Diese Flaute, dieser Stillstand, dieses Abwarten und Tee trinken, ja, nachdenken, nichts machen, um Gottes Willen nichts machen, alles so beibehalten, wie es ist, damit ist jetzt Schluss. Und man beginnt hier ganz intensiv und stark zu arbeiten, sich zu bemühen, auf diese Situation den Fokus zu haben und man wird auch da weit kommen. Vielleicht bekommst du hier eine Aufgabe von diesen Menschen, von dem Herrscher. Und dann kannst du endlich anfangen, hier in die Vollen zu gehen. Und du wirst auch reichlich entlohnt werden. Du hast die nötige Freiheit, um dich auszuleben, um dich auszutoben, um dich auszuprobieren. Vielleicht auch mit zwei Möglichkeiten hier zu jonglieren. Und in dieser ganzen Angelegenheit mit diesem Herrscher, also von der Seite des Herrschers oder in dieser Angelegenheit, wird hier auf dich noch eine Chance, Möglichkeit zukommen. Sie wird sich zeigen, ja, dass da viel zu tun es gibt und man kann auch aus wenig im Endeffekt viel machen. Später gibt es noch mehr, später gibt es noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, viel mehr Geld vielleicht auch, ja. Aber erstmal kriegst du die eine Münze und später wird es noch mehr dadurch geben. Du wirst hier eine Zeit lang in dieser Situation verweilen. Ja, sieht auch nett aus hier. Aber dann kannst du sogar, wenn du die Chance hier wahrnimmst, annimmst, dann kannst du hier durchgehen und dann entdeckst du eine ganz andere Welt.
Du wirst auch eine gute Partnerschaft haben in diesem Bereich, mit jemandem vielleicht gut zusammenarbeiten, sich blendend verstehen. Jemand ist an deiner Seite und unterstützt dich so, wie er am besten es kann. Es gibt keine Falschheit hier, es gibt keine Zurückhaltung oder Verschweigen oder dir irgendwie so in die Suppe spucken, habe ich nicht, ja? Sondern man ist mit dir auf einer Ebene und mag dich, versteht dich gut und hilft dir, unterstützt dich, wo man nur kann und spielt dir die Bälle zu. Ja, also das ist hier etwas, was auf dich zukommt von der Seite des Herrschers. Das ist toll. Das ist wirklich eine gute Partnerschaft, Zusammenarbeit oder eine gute Stelle mit Entwicklungsmöglichkeiten. Man wird auch hier dir etwas anbieten, wo du dich auch entwickeln kannst, egal wo du jetzt stehst. Ja, soll ich dir sagen. Wie gesagt, wenn du glaubst, dass das sich um eine Liebesangelegenheit handelt hier, dann gilt natürlich das Gleiche in Bezug auf diese Liebesangelegenheit. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Ach so, ja, ich wollte ja noch hier eine. Ich nehme jetzt nur noch eine Orakelkarte, ja. Die Orakelkarten habe ich ganz vergessen als Nachricht vom Universum. Ja, es ist auch eine Karte. Du wirst feiern. Es wird sich ein Grund bieten, damit du feiern kannst. Ich habe hier eine feiern, etwas zelebrieren, ja, etwas, wo du Spaß haben wirst, wo du glücklich sein wirst, wo es dir gut gehen wird, wo du vielleicht tanzen wirst oder mit netten Menschen umgeben sein wirst, die du magst. Oder vielleicht sogar Familie, ja. Vielleicht wird sich aber auch hier mit deinem speziellen Herzensmenschen eine Situation ergeben, wo ihr zu zweit einfach eure Verbindung feiern werdet auf irgendeine Art und Weise, ja. Also es wird für dich einen Grund geben zu feiern, soll ich dir sagen, ja? Das Universum möchte dir das hier an dieser Stelle sagen, dass es einen Grund geben wird, damit du hier irgendwie was ja feiern kannst. Das kann gutes Essen sein, das kann gutes Trinken sein, das kann Weggehen sein, Tanzen, das kann eine Familienfeier sein, ja? Es kann hier eigentlich alles sein, aber du wirst einen Grund haben, um dich zu freuen. Sollte ich dir hier sagen. Okay, ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst und diese Botschaften empfangen konntest, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wünsche dir alles, alles Liebe, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.